spielen gleich Süßes oder Saures. Willst du mitkommen? Nein, sorry, Mila. Ich muss nach einem magischen Haustier suchen. Spookler. Spookler? Es heißt, es erscheint nur an Halloween und nutzt allerhand verrückte Magie. Das will ich mit meinen eigenen Augen sehen. Klingt cool. Ich hoffe, du wirst es sehen. Seht es! Ja, Morphe, wir gehen ja schon. Bis später, Papa. Bis dann. Süßes oder Saures? Skelett! Oh, weia. Das sind furchterregende Kostüme. Sehen wir mal. Ich will meine Mami. Aufgepasst, dies ist keine Übung. Es spukt ein echtes Geisterschiff umher. Schaltet die Lichter aus, schließt die Fenster und verschließt die Türen. Das klingt ziemlich ernst, Morphe. Kein Süßes? Los geht's, Morphe. Uns ruiniert ganz bestimmt keiner unser Halloween. Na, Mila! Huh? Es ist echt? Komm schon, Pirat Phil. Dieses magische Haustier macht sich nicht mit unserem Schiff davon. Magisches Haustier? Bestimmt Spookler. Das magische Haustier, das Papa unbedingt sehen will. Morphe, verwandle dich in eine Spinne und folge ihm. Hey, sieh mich an. Ich kann fliegen. Natürlich kannst du das. Du bist ein Geist. Ein Geist. Hahaha, das ist toll. Keine Wand kann uns jetzt mehr stoppen. Von nun an kriegen wir alle Schätze dieser Welt. Komm, Pirat Phil. Papa meint, der Spooklers Magie wird nur für eine Nacht. Willst du auch ein Gespenst sein für eine Nacht, Morphe? Aha, aha. Wenn wir nichts anfassen können, können wir ja gar keine Süßigkeiten einsammeln. Kein Süßes? Lass uns Papa fragen, ob er uns helfen will. Spookler? Es ist alles so leise hier. Papa! Geist! Geist! Kein Geist! Morphe! Wir haben Spookler gesehen. Und der hat uns für eine Nacht in Gespenster verwandelt. Oh, wow. Das klingt ja großartig. Aber jetzt können wir nichts mehr greifen. Kannst du uns helfen, Süßes zu sammeln? Okay, Mila.